Halli, hallo, hallöle. Bei bestem Wetter geht's jetzt los. Neuer Vlog. Und heute starten wir nach Karlsruhe Ballermalle. Und es ist niemand Geringeres dabei als Felix. Servus. Servus. Nochmal, das üben wir nochmal. Felix. Kubismus. Ja, was macht er wieder? Na, gebimbelt wird heute wieder. Gebimbelt. Ah, Leute, so muss das aussehen. Kühlschrank, Bimbel, Wein, Bier. Und der Tag gehört dir. Was hast du geholt? Dein Handy, das hast du wohl vergessen, wa? Passiert normal auch nicht. Kuckuck! Ja, Kuckuck! Wer fährt heute? Ich, weil du bist schon wieder spät dran. Ich habe neue Bremse reinbekommen, okay. Und die werde jetzt direkt wieder einfach runtergeflext. Direkt runtergeflext. 30 Grad, der Himmel ist blau. Ich dreh das Radio auf, die Musik ist laut. Was ein geiler. Diskutieren wir jetzt weiter. Du hast jetzt eine Minute gebraucht, um einen LKW zu überholen. Ihr habt gesagt, du sollst langsamer fahren, aber nicht aufhören zu fahren. 150 fahren, kein Thema. Also, auf geht's, auf geht's. Hör auf, im Bitfrosch ist der Deckel weg. Hallo Felix. Hallo. Eigentlich heißt du ja Kuba. Gibt's da schon einen Grund, warum? Da gibt's mehrere Gründe. Aha, du bist keiner. Und solche Freunde hast bloß keine Feinde mehr. So, wir trinken jetzt eine Biermutter. Du darfst schon immer, aber riechen darfst schon immer. Nein. Oh, yummy, yummy, yummy. Oh, es gibt nichts Besseres, Mutter. Es gibt nichts Besseres. Cheersy. Cheersy. Und Kuba muss jetzt die ganze Leute auf die Seite, weil wir müssen durchfahren. Weiter rechts ein bisschen, weiter rechts. Ja. Super mischst du das. Wie der Kuba das macht. Kuba tut in Zukunft nicht nur kochen, sondern auch mein Security machen. Sollen wir uns zusammen so ein Zirkusmobil kaufen und dann Woche für Woche zusammen losfahren? Also wir sind zusammen in Bumsbar. So ein Mobil brauchen wir mit, ich glaube, mit roter Lampe, oder? Rote Lampe wäre geil. Was brauchen wir noch in unserem Mobil? 380er-Fan. Definitiv, ja. 100 Liter Fass Bier. Palutscher. Und ganz, ganz wichtig. 380er-Fan. Ja, definitiv. Schöne Fahrerin. Am besten eine mit Hagelschaden. Ich bin gerade unten gewesen. Ich habe das Niveau gesucht und ich habe es gefunden. Komm mal her, Stefan. Sollen wir uns so ein Zirkusmobil mieten durch Deutschland Tour oder wie machen wir das? 380er-Fan. Mit dem 380er-Fan, Allrad Vario, Panoramadach und? 380er-Fan. Ihr müsst es mal checken, ich habe verloren gegen ihn. Ich weiß nicht, wer mir gegen ihn verlieren kann. Und es war ein 84er-Fan. Du hast 84 gesagt, ja? Ja, und es war ein 83er-Fan. Ja, Leute, gegen Schürze kann man mal verlieren. Was machst du? Neulich in der Stadt stand da ein Mann. Er schaute mich sehr glücklich an. Hey, komm mal her, sagte er zu mir. Das ist mein Laden, mein Revier. So, Reisegruppe Robin. Hallo. Inki, Niki. Wir werden jetzt abgeholt von der Ines und dann geht's rüber ins Hotel. Und dann werden wir das erste Erfrischungsgetränk trinken, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, natürlich. Hallo. Hi, du bist Robin. Wir sind wieder auf der Schingestraße und heute die Frage, was macht jemand, der zum ersten Mal nach Mallorca kommt, grundsätzlich immer falsch? Naja, seine Unschuld verlieren vielleicht. Wir crashen jetzt das Video von Carolina für den Bierkönig. Hi! Wir wollen das Video einfach mal crashen. Und ich frage, was macht man grundsätzlich falsch, wenn man zum ersten Mal nach Mallorca fliegt? Ich glaube, man wählt immer das falsche Hotel. Nicht eincremen am Strand, das ist auch schlecht. Dann kriegst du rote Haut und Kenn ich. Ja, ja. Also definitiv keine Kondome mitnehmen. Das ist der Fehler. Gibt's ja hier auf der Insel auch nicht. Ja. Muss man Helmut fragen. Dann vielleicht schon. Ja. Wer macht denn Sofas? Hi, ich bin DJ Robin. Und ich bin Schürze. Manni, komm mal du her, ich brauche eine gute Antwort. Was machen Leute immer falsch, die zum ersten Mal auf die Insel kommen? Die treffen sich mit DJ Robin. Hühnchen sind immer gut. Chicks. Servus, Tommy. Hallo. Isst du lieber Rindersteak oder Schweinesteak? Glaubt, er sagt jetzt, er steht auf Chicks. Spontan. Also jetzt ganz spontan aus der Hüfte sage ich, ich stehe aufs Chicks. Hi, ich bin DJ Robin. Kommst du am Mittwoch auch mit? Wohin, lieber? Holzkopftreffer, du bist doch Vorstandsvorsitzender.
Wir haben jetzt hier Backstage einmal DJ Robin, einmal DJ Domi, einmal Party Marty, die Marlin, die Freundin vom Lukas, Jasmine. Jasmine ist richtig die Ines oder auch Eines genannt. Ach ja, ich muss Mini noch anrufen. Was sieht der Normale? Zwei Mohrenköpfe, wenn man das so sagen darf. Und was sieht der Schürze? Schürze unterhält sich mit Marlin Brown. Angekommen in Lorette Mar. Zeige euch mal meine geile Hotelzimmeraussicht. Wahnsinn. Da werde ich heute Nacht wahrscheinlich noch ein bisschen gegen Messi oder so. Ja, vielleicht auch nur gegen Julian Benz. Und DJ One-Ear-Spiele, schauen wir mal. So, jetzt geht's für mich ans Strandi. Ein Bierchen trinken. Und dann nehme ich euch heute Abend mit ins Tropics. Bei dir brauchen wir das Licht, Baby. Ich bin heute. Du bist ja Gunstbar. Ja. Hast Bock? Klar. Lorette Mar, da was geht ab? Auf wen warten wir jetzt noch? Auf Robin? Nee. Wir warten auf DJ On Air, on One Ear. Ja. Hallo, kann es sein, dass du immer zu spät bist? Nee, das Problem ist nur, ich habe oben gerade noch auf dich einen egal, ja, komm mit. Lass uns lieber abhauen. Jetzt schauen wir hier mal kurz hin. Afrocheck. DJ One Air, DJ Elfenbein, Alter. Schnupp-Punkt. Ayana. Alter, halt's mal, hier ist sogar der Kitchener Mindesthaltbarkeitsdatum. Geil. MAD muss eingehalten werden. So Leute, ich habe sogar mein eigenes Hotel, Michael Müller Hotel. Und 4 Sterne. I'm sexy and I know it. Julian, warum hast du so einen starken Unterarm? Weil ich immer ohne Tüte bei Rewe einkaufe. Jeder denkt, wir haben das Schnittteam dabei heute. Für Julian eigentlich Benz? Nee, AMG. Ich möchte gerne in mein Hotelzimmer. Ey, guck, hör mich von hinten, Alter. Das war Istanbul, Alter. Hör mal auf. Lass, ich kann einmal noch die Schlitz hier, komm. Hör mal auf, von hinten raus. Was hinter dieser großen Tür steht, ist, werdet ihr sehen, ich bin ja schon klein, aber die Tür ist schon viel kleiner. Heute sind wir wieder Bumsbar. Geile Mädels, geile Jungs da. Wir feiern heute die ganze Nacht. Zusammen, bis die Sonne wieder lacht. Und dann, ja, dann fahren wir gemeinsam an den Strand. Mit nem eiskalten Bembe in der Hand. Hab euch gerade eine Nachricht gesendet. Leute, geil, es ist Wochenende. Was will ich jetzt noch machen? Jetzt trinken wir noch einen, oder? Ein Heineken. Ein Stoppen. Eigentlich wollte man Pülle kennen, aber das gibt's hier nicht. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben jetzt 6 Uhr. Wir haben genau 2 Stunden pennt. Jetzt geht's für mich und One hier gleich auf den Flughafen. Meine Stimme ist hervorragend. Könnte Celine Dion nachsingen. Und ich glaube, wenn jetzt One hier neben mir sitzen würde, wir haben beide so Augenringe, wir können das Audi-Logo nachbilden. Du, leck mich fett. Jetzt geht's zum Flughafen, heim. Möchte ich was sagen? Nein. Ich möchte einfach nur, dass der Aufzug ist. Mit Sonnenbrille in den Aufzug. Boah, Junge, was geht aber ab? So, und jetzt haben wir mal drin. Den stehen wir da, wie bestellt und nicht abgeholt. Wie kannst du so sein? Was denn? Warte ab, ich sag dir nichts anderes an. Oh Mann, wir fahren jetzt eine Stunde, über eine Stunde Taxi. Das kommt jetzt auch hierher. Wenn du jetzt so weitermachst, dann fällt gleich dein Auge, Junge. Oder ist Taxi? DJ One ein. DJ One ein. Unser Taxi kommt da schon. Liebe Leute. Aber du siehst gut aus hier, ey. Ey, du. Hier geht die Sonne auf. Sieht auch super aus. Wenn man dich anschaut, ist die Sonne schon aufgegangen. Ich mach meine Sonnenbrille, glaube ich. War viel besser. Meine Augen quasi dir gerade den Mittelfinger zeigen. Siehst du das? Ja, definitiv. Ja, ich merke, du liebst die Kamera. Ich bin total fame in der Kamera heute. So, deswegen verabschieden wir uns auch von diesem Vlog. Für uns geht's jetzt zum Flughafen, dann geht's heim und dann werden wir erstmal 8 Stunden Schlaf nachholen. In diesem Sinne, ciao! Schütze, mach bitte die Reinheitsbeleuchtung vom Baum ab. Danke, ciao!